Panzer, Tomb Raider Rising. Wir sind in der Stadt der Untoten, nicht der Untoten, naja, Untot schon, ja, weil die können ja nicht sterben. Man hört immer das Schusssalbe, ja, hier. Und ich habe mir mal gewöhnt, Lara umzuziehen. Die trägt das so eine schnieke Metallrüstung. Also ich habe da jede Menge Rüstungen oder Klamotten zur Auswahl. Da dachte ich mir, ach komm, wenn es schon so ist, ziehen wir auch mal Lara was. Ja, Mittelalterliches an. Ja gut, wir hauen gleich los, ja. Okay. Oh nein, yes. Nein, nein, nein! Wow. Fallen uns die Steine weg, sehr schön. Nein, ist nicht schön, es ist beschissen. Okay. Da laufen die Soldaten entlang. Oh. Klettern immer mehr. Weiter klettern an. Wir sind umzingelt. Rückzug nach. Rückzug nach und tot. Hier sterben sie alle. Entschuldigung. Der hartnäckig, der Kerl. Die benutzen ihre Waffen gegen die. Die Schlacht ist überall. Erna. Oh. Sophia, wo bist du? Sie ist am Katapult, hä? Ich sehe dich, Lara. Wir tun, was wir können, um dir von hier aus zu helfen. Danke, Sophia. Ich kann wirklich jede Hilfe brauchen. Wir erleiden Verluste. Haltet sie in Schuss! Stirb doch einfach, du Arschloch. Ich werde beschossen.
Feuerschutz! So. Ich sehe schon, du bist da hinten noch. Okay. Okay, okay, okay. Nur noch der hier oben. Lara, du musst in Deckung gehen! Wir schießen gleich und du bist da schutzlos! Ich muss weitermachen. Ich bin da dran. Ich muss da durch. Oh. Okay. Du musst alles sammeln, was noch geht. Danke, Sophia. Fantastischer Schuss. Oh ja, Granatpfeile. Sehr schön, sehr schön. Nein, das wollte ich nicht. Okay. Kann man noch pushen. Oh ja. So. Okay. Sehr gut. Halt, halt. Oh, ein Lagerplatz. Cool. Okay. Machen wir schnell alles entlang. Okay. Wir bauen schnell unsere Feuerwaffen. Hier Inventar, Munition. Gott. Explosionspfeile. Haben wir 4 von 5? 10 Feuerpfeile. Gut. Haben wir. Auch alles voll. Sehr schön. Ach komm. Ja, wir behalten die Rüstung an, oder? Oder geben das Lara eine andere Klamotte? Oder? Warum ist die Schrotflinte blinken? Achso, wir können andere. Okay, obwohl wir können ja auch eine andere Klamotte wählen. So standardmäßig, was er hatte, war glaube ich die oder die hier. Das hat sie vorher angehabt. Unsere Lara. Komm, das ziehen wir auch an. Lass mal. Ich hab's doch mal. Ja, so ist besser. Allein, ich habe Sichtkontakt zu Croft. Sie
Darf keine Schweiz in die Kammer der Seelen. Konstantin! Sophia! Könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen! Mach dich bereit! Ich glaube nicht, dass ihr damit trefft. Wir versuchen es weiter! Wir laden das Katapult nach! Moment! Der Helikopter ist zu schnell! Wir werden ihn niemals treffen! Warte! Ich habe eine Idee! Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli! Hoffentlich hast du recht! Gib uns das Signal! Wir sind bereit! Jetzt! Und los geht's! Das war's! Dieses Schwein! Ja, hoffentlich. Verdammt! Schickt eine Einheit! Sofort! Ich will sie tot sehen! Feuerschutz! Und
Gegner überlebt haben. Ach nö. Oh, noch ein Unsterblicher. Alles. Mal gucken. Ich glaube, ich habe jetzt alles mitgenommen. Jetzt nur sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Helfer, keine Hoffnung. Unser Opfer zu ihr stillhalten. Kämpfen Sie mit mir. Sie gehören mir. Verstecken ist sinnlos. Fügen Sie sich Gottes Willen! Ich kann Sie sehen. Ich frage mich, haben Sie Ihren Freund Jonah sterben sehen? Nein! Mein Schicksal liegt in der Kammer der Seelen. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten! Da, der Beobachter im Schatten. Da! Kommt heraus! Trinity hätte ihn groß machen können. Wir haben ihm alles geboten. Es ist noch nicht zu spät. Ja, aber... Er hätte mir mein Schicksal verwirklichen können, aber letztendlich fällt es jetzt Ihnen zu. Verkriechen Sie sich nicht, wie Ihr Fach... Ja! Ah!
Schicksal. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals ihr Schicksal. Ihre Schwester hat ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Für sie. Gehen Sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat ihren Vater getötet! Nein, Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um ihres. Sie irren sich! Seien Sie still! Seien Sie einfach still! Los jetzt! Tun Sie es! Oh nein! Nee, ich gehe. Sie sind es nicht wert. Er hätte sie zurückgehalten. Sie sollten mir dankbar sein. Sie haben es im Blut, Lara. Sie sind feige, genau wie ihr Vater. Schweren Entscheidungen sind sie nicht gewachsen. Oh, Jungs, soll ich ihn töten? Soll ich ihn nicht töten? Ehrlich gesagt, also, er hat Jonas fast umgebracht, ja? Aber Jonas lebt. Soll er doch hier unten in sein Reichtum sterben? Oh. Fahren Sie zur Hölle. Oh. Okay. Das war... Ich brauchte nichts machen, geil. Er hat sein... ja. Er hat's verdient. Warum kommst du da runter? Du willst nicht, dass ich da runterklettern, oder? Wollte schon sagen. Deine Männer sind besiegt. Dein Bruder ist tot. Nein, das ist, was Trinity gebracht hat. Tod. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Sie kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung! Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt! Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Oh. Aber ich nicht. Bitte. Ich sterbe. Das ist meine letzte Hoffnung. Nein! Jacob, halten Sie durch!
durchhalten. Das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Oh, er muss sich jetzt auch mal. Geliebte Lara. Ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort ruhen Geheimnisse, die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Okay. So, das war's, das Ende. Ja. Mehr kommt nix. Ah, stimmt ja, ich habe Musik ausgemacht. Stimmt ja, daran liegt es. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt noch irgendwas Gesprochenes kommt, aber ich glaube wohl nicht. Ich glaube, jetzt kommen die ganzen Credits durchgelaufen. Ja. Was soll ich dazu sagen? Wohl nichts mehr. Ja. Wir haben ihn nicht getötet. Er ist mit dem Feuer verbrannt. Wir haben die ewige Quelle, also zerstört. Alle sind jetzt tot. Und Jacob, der Prophet, ist jetzt auch nach den Jahrtausenden tot endlich. Oder endlich hat er seine Ruhe, die er haben wollte. Anstatt zu überleben. Ja, das nächste. Habt ihr gerade gesehen? New Spanien. Okay, cool. Mal gucken, was da kommt. Aber ansonsten, saugeiles Game. Hat mir echt tierisch Spaß gemacht. Ja, bleibt mir nichts anderes, als nur noch zu sagen, ja, schönen Abend. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Was das ist, keine Ahnung, worauf ich Lust habe. Ja, wir sehen uns dann halt beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend und erstmal ciao, ciao euch. Anna.
Du sagtest, noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Aber ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Nein! Erledigt. Gut. Und was ist mit Croft? Nein. Noch nicht.